Da sind wir wieder bei Xenoblade Chronicles. Wir sind nun im Kampf gegen diesen bösen Gadolt, der mich irgendwie weggeschleudert hat wie ein kleines Kind. Und ich ohnmächtig bin. Hallo? Junge, beweg dich. Super. Chill. Gadolt, what the fuck? Der macht doch schon etwas viel Schaden, oder? Oh, bleib doch hinten, Junge! Gut, Schala, du bist zum Heilen zuständig. Nur nochmal zur Erinnerung. Und verpiss dich. Widerstanden. Na, super. Schack. Warum wird Schala eigentlich rot, obwohl sie noch voll ganz viel Gesundheit hat? Das habe ich in letzter Zeit häufiger nicht mehr. Nimm das. Und das. Und diesen da. Super. Oh Mann. Ah, chill, Junge. Nein. Oh Gott, ich hasse diese Vision. Und dann redet er auch noch so hässlich. Oh, Moment. Führerwahn. Weil meine Monado bringt ja nichts. Es sollte eigentlich was bringen. Tut es aber nicht. Deswegen, ich kapiere es nicht. Was ich ja nicht machen soll, um diesen Scheiß auszuweichen. So. This shot will take you down. Was für eine Nervensäge, ey. So, jetzt vielleicht. Oh. Sieht doch nur mich an. Ach so, das reicht doch schon. Ach so. Na, na dann. Wird noch so Pussykampf gegen ihn. How can you lay a hand on Sharla? You're supposed to love her. Marry her even. I don't know or care. It changes nothing. No! You always protected me and Juju. This isn't you. I said, I don't know you. I have been granted this body of steel so that Egil's will may be done. This body feels great. Its movement is so precise. We are unstoppable, for we are one. Oh man. In body and mind. Wie er auf diesen Roboter-Scheiß erfahren. She found herself again. Whatever you are, you must still feel pain. Absurd. Well then finish us off, Sharla and all. We all saw you miss a second ago. Ain't you supposed to be a crack shot? Or did that pile of junk you call a body mess up your aim, eh? Shut your mouth! Wir haben provoziert. Ja, okay, jetzt rastet er aus. Toll gemacht. Wayne. Stubborn idiot. That was your last chance. He's not giving up. The stories about Gaddo of Colony 6 are true. Except, he still can't kill her. He's missing Sharla on purpose. Gaddo, you're just like I was. You can remember who you are. Gaddo, please! Don't you remember me? It's Sharla! Wither and die as all life on Bionis will! Feel our wrath. Das ist erstaunlich, obwohl die Erinnerungen gelöscht sind. Hm? Can you still use the Monado? Fiora? No. Nee, Mayneth. You're... Even after losing all living flesh, Ahom's heart will remain. It is still present within this face. Is that true? Yes. It is clear from his actions towards you. The remnants of his heart. Pull him back. Gaddo. I will break the curse that allows Egil to control the faces. I need you to buy me some time. Okay. We'll try. Ryan, we've got to help Fiora. Hey? Kein Problem. Auf geht's. Auch wenn die Zeitverschaffung wohl darin besteht, auf ihn drauf zu hämmern irgendwie. Aber gut.
dann greifen wir mal an. Dass wir ihn töten, die Gefahr besteht, glaube ich, nicht, weil ihr seht, wie stark er ist. Da machen wir keine großen Sorgen. Oh nein, zwei Opfer. Und ich kann gerade wieder nicht wechseln, aus einem mir nicht bekannten Grund. Ah, da. Doch, ich habe gewechselt. Also. Wow, 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 wow. Nicht wegfliegen, Junge. So, kümmere dich um das eine Opfer. Und dann heile ich mich mal. Und komm, stirb. Opfer? Sterbt ihr mal? Gut, einer ist weg vom Fenster. Was muss der andere sich verpissen? Fantastisch. Gut. Und dann weiß ich nicht, wie man jetzt noch Zeit spawnen kann. Wir haben jetzt keine Zeitlimit oder so, was wir halten müssen. Daher legen wir einfach mal los und versuchen nicht so weit es geht zu schwächen. Bam! Und ja, tschack! Hervorragend, ja, mach mal 71. Vielleicht kann ich dann mal gegen diese ganzen krassen Mechans gewinnen. Kann aber noch etwas dauern. So. Nimm das und das hier. Wow, 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 wow. Komm, einmal Charla. Und hier diesen da. Wack. Und wenn wir eins frage. Weil Mumka war ja schon vor ein Bastard. Konnte sich aber noch gut, sehr gut an alles erinnern. Wäre Mumka auch so abgegangen, wenn er gewusst hätte, also wenn er die Kontrolle von Ergil verloren hätte? Das frage ich mich wirklich. Wurde er zu einem Arsch noch zu einem richtigen oder war er davor schon eins? Bisschen schon, aber so richtig. Das würde mich mal echt interessieren. Oh Gott. Komm. Oh Gott, noch mehr Opfer. Alter, chill doch mal out. Wieder ausrasten mal wieder. So. Der da. Alter! Wow! Weiß nicht, ob ich diese. Also, Löwis, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, soll ich erst diese Viecher erledigen? Oder soll ich ihn angreifen? Weil ich. What? What? Was war das denn? Chill and live! Boah, ich hasse es, wenn sie so Mega-Angriffe machen und plötzlich alle sterben! Was soll ich denn machen, wenn der 7000 KP mit einem scheiß Schlag abzieht? Ich kann nichts dagegen machen, gegen diese scheiß Spezialangriffe! Das langweilt! Komm! Gut, wisst ihr was? Ja. Ich werde das nächste Mal nochmal das Monado probieren, ob es irgendwas bringt. Irgendwas muss es ja verdammt nochmal bringen. Wenn ich diese Technik habe und es nichts bringt, warum habe ich sie dann? Vielleicht hat die einfach nur Pech bisher. Aber irgendwie muss es doch gehen, dass ich mich damit wirklich vor diese Spezialtechnik schütze. Daher, ich probiere es das nächste Mal nochmal. Irgendwie muss das doch funktionieren. So. Gut, wenn es dir Spaß macht. Jetzt habe ich zumindest wieder die Kontrolle über den Kampf, weil das war gerade schon sehr krass. Okay. Läuft wieder gut, auch wenn ich ziemlich viel Schaden nehme zur aktuellen Zeit. Na, das setze ich mal nicht ein, weil ich mit dem Sechser wieder ausprobieren. Und ja, chill. So, Backslash. Junge, du bittest. Lass Schala in Ruhe, du Spaß. Ich glaube, du spinnst. Mann, Mann, Mann. So. Gut, dann probiere ich das jetzt nochmal aus. Es muss doch irgendetwas bringen. Start des Monado. Schild. Chain Attack. Finde ich gut. Bam. Schala nun. Zack. Wir haben ihn fast getötet. Ich dachte, wir sollten ihn aufhalten. Nicht umbringen. Ah doch, schon mal müssen wir ihn umbringen. Okay. Ja. Gut, ob das was bringt, werden wir es nicht wissen. Probieren wir es im nächsten Kampf vielleicht mal aus.
Irgendwie cool, Lady Manus auf seiner Seite zu haben. Die wahre Herrscherin von Mechonis. Fiora? Was that you or? Nein, natürlich weiß ich das nicht. As for him, he'll be fine. Don't worry. Gado! Forgive me, Shana. It's okay. It's all right now. I'm just so happy to have you back. While I was under his control, I realized something. Okay. Egil once wished only to break the circle of suffering. He believed that if blood is spilt now, a new world will be born. But something terrible happened. And now... Now... he is consumed with vengeance. Ja, das merke ich. Go! Get out of here! Stop them doing what they did to me! To anyone else! I promise I'll be back for you. Until then, stay safe. Schön. Hä? Drink it. You must be thirsty. Thanks. Don't go dying on us. After we take Egil down, we'll get you looked at. You don't look like any doctor I've ever seen. I know a good doctor nearby. She is Machina, though. It'll do. I'll be right here. Hey, kid. What's your name? Rhine. Do me a favor, Rhine. Take care of Sharla. Oh Gott, ich kann mir schon vorstellen, wie das jetzt weitergeht. Aber, ja. Wahrscheinlich wird es dir noch öfters an dieses Versprechen erinnern. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber gut. Nun geht es hier weiter in Richtung Maynes Schrein. Und oh, die Schlacht im Schwerttal. Krass, was da abgeht. Holy crap. Seer, what is it? I have an unpleasant feeling. Oh, das ist nicht gut. But something is not right. The Mekon are neither attacking nor defending. It is as if they abandoned the fight as soon as it began. Impossible. This is a key strategic position. They would never abandon it. Perhaps they have forces hidden on Mekonis. Hidden forces? Could it be? Your Highness, Shulk and the others are in danger. Will you grant me the use of a Havres? You intend to aid them? I need you here. I did not have a vision, but nevertheless, I can sense something. The Mekonis is awakening. Hm? Was? Das wäre etwas unpraktisch, wenn das Ding sich jetzt anfängt zu bewegen. Glaube ich. Fioro, Ultimo Kreuz, neue Technik erlernt. Cool. Ich muss sowieso mal, ein paar Itembücher verteilen, würde ich sagen. Itembücher? Meisterbücher, die ich bekomme. Ich habe gesehen, Kriegsschwung. Ricky Böse. Klingensturm. Schwertramme. Schnelllader. Was? Was? Ich habe zweimal das gleiche Meisterbuch bekommen? Tschüss. Boah, das kann ich für richtig Cash verkaufen. Aber gut. Dann gucken wir uns jetzt mal die Techniken an, die ich verbessern kann.
Ja gut, bei dem verbessere ich jetzt mal die Schnittklinge. Aber ansonsten Schlachtensee, der füllt die Spezialattacke. Klingenstrom kann ich verbessern, epic. Das werde ich jetzt aber aufs Maximale raufhauen. Das ist gut. Der hat tatsächlich die wenigsten Techniken von allen, das finde ich jetzt erstaunlich. Und oh, was geht denn hier ab? Ich kann alle Monado-Techniken aufs Maximale tun. Da werde ich das auf jeden Fall so weit verbessern, wie es geht. Richtig cool. Ja, das lasse ich jetzt mal. Charla. Reinigungsschuss. Schnelllader hat sie beides nicht. Dafür Heilschrot. Das tue ich auf jeden Fall aufstufen. Aber sowas von Kopfschutz. Zweimal noch bitte. Gerne doch. Nutze ich ja sehr, sehr gerne diese Attacke. Das wird eine Weile dauern, bis ich diese ganzen Techniken durch habe. Oh Gott. Schwächungsimmunität. Ich frage mich, ob das eigentlich nicht schlecht wäre. Ich will es mal gegen die da austauschen. Natürlich einen Reinigungsschuss mal, weil, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Könnte cool werden. Dann sieht schneller auf. Das ist natürlich auch cool. Lass ich jetzt mal so. Fiora hat sie irgendwo. Oh, die Doppelklinge, die tun wir mal ausstufen. Genau. Ansonsten fehlen ja aber sogar noch viele Einzeltechniken zum Ausstufen. Das liegt eben auch daran, dass sie kaum Meisterbücher findet. Lähmt. Okay, tun wir das mal aufstufen. Aber nicht voll. Gibt's nämlich noch mehr gute Sachen. Die Sperrklinge kann ich aber nicht weiter auffüllen. Leider. Doppelwind, über das zu verbessern. Luftklaue. Was ist das? Computervirus. Voll lol, die Attacke. Okay. Ultimo-Kreuz. Okay, das ist krass. Nur gegen was tausche ich es aus? Tilt und Regeneration gewährt. Das da. Und jetzt werde ich mal Ultimo-Kreuz ausschneiden. Das sieht, ey, das sieht sehr, sehr stark aus. Ist es auch. Absolut ist es das auch. Gut, dann Ben, hat der irgendwas vom Meisterbuch bekommen? Nee. Oh, das ist aber schade. Trotzdem soll ich mal das hier verbessern, was er hat. Ruhige Seele, tun wir auch mal verbessern. Hab natürlich auch viel gespart. So. Tun wir das auch mal verbessern, warum nicht? Das da, da hat er immer noch einen Haufen, falls wir ein Meisterbuch für ihn mal finden sollten. Wobei, ein Haufen wäre übertrieben. Chemilia. Cool, ihr Blitzruf kann verstärkt werden aufs Maximale. Machen wir das doch gleich. Flammenruf können wir auch noch um eins verstärken. Schattenstich meinetwegen auch. Ich benutze ja Melia nicht wirklich häufig. Hast du jetzt mal eine Zeit lang benutzt, aber ich kam nicht wirklich mit dir klar, deswegen, ja. Aber gut. Wasserruf, okay. Tu mal die Rufe verbessern, das erscheint mir sehr sinnvoll. Auch den Windruf. Dum, da, 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 dum. Und, ja, die Explosion. Nicht genug Technikpunkte, okay. Wayne kann die Schwertramme aufstufen. Epic. Epic. Jetzt habe ich eine richtig mächtige Attacke. Die ist so mächtig, das gibt es gar nicht. Schildstoß, den wir auch mal aufstufen. Cool. Kräfte sammeln.
Knochen. Dings haken. Okay. Oder Knochen hacken eher. Aura-Explosion. Super, wenn eine Aura besteht, senkt Feinde Stärke. Das erscheint mir auch gut. Deswegen habe ich es auch drin. Tun wir mal aufstufen. Okay, super. Gut, Leute, danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Xenoblade Chronicles. Wenn er euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal machen wir dann hier im Mainnet-Schrein weiter. Ich hoffe, ihr tut mich dann wieder unterstützen. Ich hoffe, ich verfasse jetzt keinen Auftrag. Werd noch vorsichtshalber erneut abspeichern. Ihr kennt das ja. Und ja, bis dann.